Alle Oberflächenbehandlungen wie die Trans-BRK, die LASIK oder die PRK haben die Gemeinsamkeit, dass an der Hornhaut überhaupt nicht geschnitten wird. Die Augenlaserbehandlung erfolgt nur an der Hornhautoberfläche und die ist bestens geeignet für Patienten, die Kampfsport betreiben, für Patienten, die eine dünnere Hornhaut haben oder die eine leicht irreguläre Hornhaut haben. Das ist die älteste Methode, aber die hat noch immer Anwendung und die ist nicht schlechter als alle anderen Methoden, was die Präzision betrifft. Ich lade Sie herzlich ein, einen Termin bei iLaser zu buchen. Dieser Termin kann auch online vereinbart werden. Während diesen Termins werden erste Abklärungen durchgeführt und Sie lernen unser Team persönlich kennen.